Willkommen zu Die Sims 4 an die Arbeit. So, sie friemelt hier herum. Ha! Gut, dann müssen wir jetzt eben die geklonten Pflanzen. Dann gehen wir eben was auf Klo, Madame. So, und dann schieben wir jetzt die Klonmaschine dahin. Und da können wir... Irgendwo gibt's doch bestimmt Mülleimer. Da. Ups. Da. Da. Da rein. So. Gut. Dann haben wir ja auch unsere Klonmaschine noch hier im Inventar, ne? Genau da. Dann kann sie erstmal hier... Roboter plaudern und basteln. Und basteln. Frieda. Nö, da kann sie noch nicht. Geht nicht. Dann stellen wir es hier erstmal wieder hin. So, gucken wir mal. Kannst du hier... Nee, die kannst du auch noch nicht verbessern. Gut, Schüssel. Die hast du. Oder kannst noch nicht. So, dann gucken wir bei dir. Nee, gut. So, transformieren, angeln. Da geht ja irgendwie nicht. So, Sammelobjekt. Wovon haben wir denn? Ja. Ach, Essen nur. Schade, ich dachte, kann sie auch. Mal gucken. Davon haben wir 6. Kannst du das transformieren? Transformieren. So. Damit wir hier noch was haben. Ja, tschüss. Geht alle. Lasst mich allein. So. So. Mal sehen, was wird daraus? Ah. Was? Unausgegrabener Kopf? So. Immerhin was Neues. Kopf. Da. Wow. Gut. Ein Metall analysieren. Sammlung analysieren. Was haben wir denn? Ach, analysiert das mal. Aha. Ach nee. Warte. Sollst ja ein Metall analysieren. Metall. Da, nimm das mal. So. Gut. Ich glaube, wir sind genau. Wir sind ja schon länger geblieben. So. Mal sehen, ob sie das noch vorher schafft. Noch 16 Minuten, ja, könnte sie vielleicht gerade so schaffen. So, ja, ist fleißig, sehr schön. So, wie viel Kohle hat er nochmal mitgebracht? 2800, okay.
squib. Ha ha! Yeboini! Wow! Dede! Haha! Wunderbar! Sie hat es auch geschafft. Aber wie sieht die denn jetzt aus? Was hat sie denn da für ein Ding auf den Augen? Alana hat heute fantastische Arbeit geleistet. Akademisches Prestige und wissenschaftliche Errungenschaften werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Alana wurde befördert und ist jetzt Alienforscherin. Hey. Sie verdient jetzt 32 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 247 pro Stunde ergibt. Sie hat zudem folgende Bonus erhalten: 1720, Computer aus einer anderen Welt, neue Kleidung und ihre Schicht beginnt am Mittwoch um 10. Okidokili. Schön. Haben wir es auch da geschafft. Jetzt haben wir beide spielbaren Karrieren, Wissenschaft und Medizin auf höchster Stufe. Wir werden auf jeden Fall Alana nochmal mit auf die Arbeit begleiten, damit sie wirklich da die Sachen jetzt müsste sie ja eigentlich in der Lage sein, alles zu verbessern, da sie ja auf 10 gekommen ist. Und ja, damit das abgeschlossen ist. Aber dann brauchen wir keinen mehr irgendwo hinbegleiten. Und die Tränke können wir ja auch zu Hause dann dementsprechend herstellen. Also da diesen Reparaturfix und Rosenparfüm und Geisterglibber und was es so alles da ja gibt. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. So, liebes Spiel, dann lass mich mal raus. Dankeschön. Im Namen der Wissenschaft, lasst einen Sim den höchsten Level in der Wissenschaftskarriere erreichen. Sehr schön. Da haben wir es nochmal. So. Indeed, intruso. Aha, der Sohnemann zeigt Angie sein Outfit. Und dann wird ein Foto gemacht. So, da haben wir es nochmal. Weiß auf Blau. Neues Metall gefunden. Okay. Sibirium. Okay. Wer kommt denn da angeschaut? Who's like Bama? Payun. Ach so, sie wartet die ganze Zeit auf ihren Papa. Okay. So, und wir haben jetzt Dienstag. So, sobald, wie lange arbeitest du denn noch? So. Das dauert unheimlich lang, aber jetzt brauchen wir ja niemanden mehr irgendwie, außer einmal wirklich Alana noch. Aber sonst brauchen wir nicht mehr und wir können wieder gezielt hier die Leute an ihren Fähigkeiten arbeiten lassen. So, ja, ich werde jetzt mal... in den Baumodus kurz gehen. Und mal sehen. Ich glaube, ich nutze dann jetzt erstmal diesen Raum. Das wird ja hinterher das ist ja der Zugang von Alanas. Ja, ich werde das vielleicht abändern. Ich werde das sowieso dann vielleicht
runter in den Keller alles legen hier. Weil irgendwie ist es komisch mit diesem Haus. Sieht immer so komisch aus. Ich werde das dann hier nach unten ja irgendwie ein Gebiet machen. Für Alana. So. Ja, dann werden wir jetzt mal hier eben eine Tür einsetzen. Was nehmen wir denn da für eine Türe? Nee, Doppeltüre ist blöd. Nehmen wir einfach mal die hier. Ja, kann man da auch? Ja, gut, dann kann man da so direkt rein. So, dann machen wir das hier kurz zur Hand zu einem kleinen Partykeller. Stellen hier hier wird ja hinterher eine Wohnung draus. Aber wir stellen jetzt mal für die Zeit einfach die Sachen, damit die wirklich zum Beispiel da runtergehen. Denn ich stelle es einfach erstmal nur so hin. Wir richten jetzt hier kurz zur Hand mal einfach einen kleinen Partybereich ein. Ich lasse die Teppiche aber oder den Teppich da liegen, damit ich weiß, wo dann hinterher wieder der Flügel hinkommen soll. So, hier das Ding. Kommt auch nach unten. So. Dahin. Okay. Ja, die Lampen lassen. Sonst lasse ich die Sachen so rumstehen. Okay. So. Alles klärchen. So, dann schalte ich jetzt mal hier auf das und wir nehmen jetzt das Grusel-Sache mal. So, denn ich will im nächsten Part würde ich gerne dann halt eine Party machen. So, gucken wir mal. Ja, da könnte ja dann jemand noch dahinter. Da soll ich sie hier hin tun. Da tue ich sie einfach mal hier hin. So. Dann haben wir hier... ja, das... Klavier. Stellen wir einfach mal... hier hin. Das Mikrofon. Ja, tun wir erstmal ins Familieninventar. So. Gut, dann nehmen wir jetzt mal... Ich finde ja den hier immer noch richtig gut. So, wie sieht's denn am besten aus, wenn der so oder so? Nö, so. So, dann kann der Mixed da halt draufstehen. So, dann machen wir hier eine kleine Sitzecke. Ja, ich weiß nicht, ich lasse es, glaube ich, einfach klassisch. So, einmal. Dann könnten die Leute sich hier praktisch hinsetzen, etwas miteinander quatschen. So, dann tun wir hier in die Ecke, damit aber Farbe reinkommt, nehmen wir hier mal den da. So. Gut,
nehmen wir auch hier den roten Tisch. So. Jetzt nehmen wir hier diesen weißen runden Tisch. Dann brauchen wir natürlich auch hier den Schnitztisch. Tun wir mal einmal und mal so. Da kann dann geschnitzt werden. So, auf diesen hier tun wir mal auch die Fledermäuse. So, schön. Jetzt kommt die Wandsachen. So, ich finde ja die nach wie vor realistisch ist ja eigentlich die. Na gut, nehmen wir eins, zwei, drei. Und eins, zwei. Na. So, für die Ecke nehmen wir jetzt hier einfach halt eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und ach, wir klappen mal eben hoch, damit wir eins, zwei, drei auch das sehen. So, dann machen wir hier einfach so hier um die Ecke herum. So. Dasselbe Spielchen hier. So. Hier mache ich dann auch nur zweimal. So. Ja, und dann nehmen wir hier die Tapete. So. Upp. Na. Was? Na, dann mache ich es. Ach nee, dann grün. Ich frage mich, was jetzt im Moment wieder los ist. Warum das jetzt hier mit diesem Ziehen nicht so klappt. So. Gut, dann hätten wir das auch. Jetzt kommt der Boden dran. Der ist zu hell, schätze ich mal, ne? Weil wir, es kommen ja noch Lampen. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir hier das. So. Dann haben wir den Boden. Jetzt können wir eben weiter hantieren. So. Ja gut, wartet mal, damit es gleichmäßig aussieht. So. So.
machen wir halt zwei. Nur immer. So. Gut. So. Wieder da drauf. Rosel. So. Das. Ja. Gut. Wartet mal. So. Und wieder zurück. Mann, kann das nicht einfach so bleiben? So. Gut. Wir hängen jetzt hier den hier hin. Dann kann sie dahin und die kommen dahin. So. Ja, Vorhang ist eigentlich kein Muss. So, dann wollen wir mal gucken. Wir nehmen mal ein Kürbis so. Dann hier diesen gemeinen Kürbis. So. Dann so ein bisschen Deko. Nehmen wir noch einfach hier so ein bisschen hin, dann können wir nämlich hier noch so ein bisschen Zeug draufpacken. Nehmen wir einmal diesen. Mann, sowas? Ja, sehr schön. Dann tun wir sowas. Kann man das auch? Nö, das geht nicht. Dann den lachenden. Kann man die? Nein, schade. Dann tun wir den mal dahin. Dann haben wir hier den. Und hier in die Ecke kommt dann sowas. Da kommen die hier rein. Und hier tun wir noch das hin. Dann knallen wir einfach noch einmal den und den anderen Platz lassen wir dann noch für die ja, für die geschnitzten. So, dann brauchen wir natürlich noch eine Lampe. Jetzt ist die Frage, wo tun wir die hin? Hoch. Hier vielleicht. Hier in der Mitte. So. Dann stellen wir den mal hier hin. Ah ja, die Gräber. Gruselgräber. Dann tun wir einen mal hier hin.
Den anderen tun wir mal dahin. Dann brauchen wir den Topf mit, sagen wir mal, der lilanen Flüssigkeit. So, dann kann der hier rum. Wir stellen einfach mal. Dann können sich die Kinder hier auch mal vergnügen. Einfach nur, weil wir es können. So. Kleine Erinnerung an die Kindheit. So, dann tun wir jetzt hier die mal rein. Und dann natürlich hier. Ja gut, da kommen die jetzt nicht so gut. Sieht man die denn eher? Nee, gut, dann. Ja, man kann die. Warum kann man. Es ist schade, dass man die jetzt nicht. Wartet mal, Alt. So. Rote Spinnweben. Auch gut. So. Da und dann hier in der Ecke. So. Und in dieser Ecke. So. Und damit es gut ausschaut, klatschen wir einfach hier einmal hin und da noch. Und dann kommen natürlich noch Spinnen. Die dürfen natürlich nicht fehlen in ihren Netzen. Nehmen wir so verschiedene, gestreifte, so, gammelt darum. Und dann kommt noch die blaue. Finde ich auch sehr hübsch. So, und hier knallen wir einfach noch eine rote in die Ecke. So. Dann die Schwarz-Graue kommt dahin und da hätten wir fast eigentlich alle. Dann nehme ich noch mal, ich finde die am hübschesten. So, lassen wir die einfach dann mal hier. So, ja. Haben wir dann soweit alles? Ja. Ach nee, hier die Hände noch. So, zur Begrüßung halt. Einmal so. Und so, dann ist der Topf in der Mitte. So, dann haben wir jetzt den Raum soweit vorbereitet. Nehmen wir hier noch so ein Kürbisteppich. So. Gut. Ja, damit verabschiede ich mich dann auch für diesen Part. Er ist schon wieder etwas länger, weil wir jetzt hier gebaut haben. Aber dafür können wir dann im nächsten Part uns nur um die Party kümmern. So, ich hoffe, die Leute gehen dann auch hier dementsprechend in den Keller rein. Deswegen habe ich die Sachen hier oben
weggeräumt. Ach ja, Musik darf natürlich hier unten nicht fehlen. Hahaha. Naja, gut, nee. Mache ich nicht, weil ich darf es ja sowieso noch nicht. Sonst bekomme ich vielleicht Ärger. Ja, also schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss!